Hey, ja, hier ist der Snopen. Willkommen zurück zu Dragon Ball Origin 2, zur Fortsetzung. Die Spielzeit zur nächsten Episode. Beim letzten Mal haben wir Episode 7-7 gespielt. Über Freundschaft hinaus, wo wir als Kuririn Son Goku verprügelt haben und dabei keine Probleme hatten, eigentlich so wirklich. Son Goku also mehr als er vorgibt zu sein und weniger als er vorgibt zu sein, aber lieber so rum. Und haben ihn problemlos erledigen können in einem Kampf. Wir machen trotzdem weiter jetzt mit der nächsten Episode. Und zwar machen wir jetzt Episode 3.8. Wo ist das Mikroband? Eine Anschluss-Episode zu einer vorherigen Nebenepisode, die wir gespielt haben. Eine Episode mit einer Schatzkiste. Wasarin Baba hat gesehen, wo sich Mutenroschis Mikroband befindet. Suche danach in der Unterwasserhöhle. Na dann, würde ich mal sagen, los geht's. Wo ist das Mikroband? Wasarin Baba konnte Mutenroschis verschollenes Mikroband finden. Wie Mutenroschi gesagt hat, begibt sich Son Goku in eine Unterwasserhöhle, um es zu finden. Laut Baba trägt jemand das Mikroband. Es ist auf jeden Fall irgendwo in der Höhle, aber... Mutenroschi hat gesagt, dass es zu meinem Training gehört, Sachen zu finden. Okay, ich werde es finden. Natürlich gehört es zu unserem Training, haben wir ja schon mal ja gemacht. Im Dragon Ball Origin 1 zum Beispiel, den Stein zu finden. Im Anime genauso. No. Okay. Müssen wir jetzt dort hin? Na, oben können wir jetzt nicht. Heißt, wir müssen jetzt hier mal hier nochmal hin oder was. Da ist auf jeden Fall die Truhe schon mal. Das ging ja schnell. 1000 Trainingspunkte erhalten. Ja, wenn das so ist. Ja, so geht natürlich auch. was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Ja. Wo müssen wir jetzt hin? So. Okay. Ah, was willst du denn? Wo sind wir jetzt hin? Mal da hin. Okay, da war nix. Okay, geht nur eine, geht nur da lang. Würde ich mal sagen, ne? So. Ja, ihr wisst. Den auch. Kann ich so oft zusammensetzen, wie er will. Das bringt ihm ja nichts. So, wo müssen wir jetzt hin? Nach rechts, nach links, geradeaus, da unten. Wo kommen wir ja eigentlich her, ne? Gucken wir hier lang. Gucken wir landen. Ach, hier geht's wieder zurück. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. So. Das ist irgendwie kein Problem mit denen. So. Was ist denn hier weiter? Ist das richtig? Hä? Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ach, hier müssen wir rein. Okay. Oh, was war das denn? Oh. Coole Sache. Und hier haben wir Drachenschuppe als Belohnung. Blaue Drachenschuppe erhalten. Max-Fähigkeitsanzeige um 1 gesteigert. Na, super. Ach, mal hier. Skelette. Na dann. So. Okay. Oh, komm ich nicht weg, verdammt. So. Okay, wo sind die nächsten? Was war's denn?
Sieht nach einer Sackgasse aus. Huch. Ach, ein geschrumpftes Skelett. Na, weil das nicht das ist, was wir suchen. Was ist das? Hey! Du bist der mit dem Mikroband! Scha! Hey! Warte! Ha! Ich wusste, dass du ein Mikroband hattest! Wir haben auch mal eine längere, verzweifelte Suche danach, der Kampf mit dem. Ich habe es gefunden! Ich werde nicht zulassen, dass du es bekommst! Was tust du? Das war gefährlich! Ha! In Ordnung, ich habe es wieder! Jetzt muss ich es nur noch zum Muten Roshi zurückbringen. Danke, Son Goku. Muten Roshi hat endlich das Mikroband zurück, das er so dringend haben wollte. Er ist so glücklich, dass er aus Versehen seinen Stock fallen lässt. Mann! Heute ist es echt heiß! Das stimmt. Vielleicht sollte ich duschen gehen. Das ist eine tolle Idee! Das ist die perfekte Art, gegen die Hitze anzukommen! Ja, das werde ich dann wohl tun. Nein! Oh Mann! Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell eine Chance bekommen würde, es zu nutzen. Okay. Ich muss gleichzeitig hier und hier drücken. Ich bin so glücklich, winzig klein zu sein. Andererseits wäre es auch nett, ein wenig im Ozean schwimmen zu gehen. Huh? Muten Roshi? Oder platt gemacht, als die Tür aufgegangen ist. Ja, das kann dir dann passieren. Ja, zuvor alle gewesen, Herr Muten Roshi. Wir haben eine Episode gemeistert. Rang B erhalten. Schatzkistenrat 100%. Ja, war ziemlich kurz. Cool, genügen wollen, ist auch nicht schwer. Haben es geschafft. Episode 3.8 gemeistert. 2000 Trainingspunkte und 3000 Szenen erhalten. Duellfigur Nummer 134. Dracula Transformation. Kennen wir, glaube ich, schon. So. Okay, können wir wieder. Okay, oh, das schafft man nicht mal, ja? Na dann, nur 9500. Aha, braucht man doch noch was. Ja. Das ist ja echt ärgerlich. Gut, kann ich alles investieren, ich weiß. Spielt aber keine Rolle eigentlich, aber ich das jetzt aber nicht. So, machen die Figuren nochmal verkaufen, glaube ich. Dracula 134. Oder irgendwie sowas. Ich weiß, ich ja lese, merke mir ja nee. Aber 134 tatsächlich mal zur Abwechslung.
So, können wir jetzt noch was. Ne, wir können noch einen Anfang kaufen, und zwar die Nudeln. So, 29.000. Ja, mache jetzt noch. Kaufe ich jetzt mal Figuren wieder zur Abwechslung? Ja, ich glaube schon. Son Goku fliegt auf Jinduyun. Hasenmann Eisenrohrangriff. Son Goku ruft Jinduyun. Nico stand Anhänger, folgt seiner Majestät, den kennen wir noch nicht. Und Yamshu Wolfskralle, kennen wir den schon, weiß ich nicht. So, muss ich mal trotzdem die ganzen Figuren mal durchgehen. Bis wir hier ruft Jinduyun. Flieg auf Jinduyun haben wir auch schon. Machen wir 2 von den 5. Mal muss ich hier mal langsam hier durch. Dauert jetzt wieder eine Weile, ich weiß. Wolfskralle haben wir auch schon, das war 3 von 5. Aber nur eine jetzt gekauft wahrscheinlich bei unserem Pech. Ich glaube, dieser hatten wir nämlich auch schon, dieser diesen Hasenangriff da. Was denn, gehen wir hier? Also einen haben wir zumindest nicht, den Anhänger. Nehmen wir eine neue. Das ist 99. Okay. Wo ist denn der jetzt hier? Hasenmann, haben wir nämlich schon. Ja, da haben wir nur den Anhänger jetzt erhalten mit 99. Gucken wir trotzdem mal an. Reicht natürlich nach, keine Frage. 99. Hauen wir ihn an. Weiter, noch weiter, weiter, weiter. So, 99. Nico-Chan Anhänger. Folgt seiner Majestät. König Nico-Chans treuer Anhänger. Würde alles für ihn König tun. Holt er aus. Kennen wir natürlich. Ja, hat eine Animation, die ist Wahnsinn. Auf jeden Fall sind wir damit fertig jetzt mit dieser Episode. Mal kurz vergnügen, ich weiß, aber so ist das nun mal. Ich hoffe, ihr habt euch Spaß daran. Denkt an die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.